So, liebe Leute, wir haben uns gestärkt und dann geht's weiter. Einer ist leider schon ausgeschieden. Den letzten machen wir diesmal nicht. Fahr mal in die Mitte jetzt. Du willst mal in die Mitte? Dann fahr mal in die Mitte. Kann ich die auch mal von hinten filmen? Du machst dann mit den Kurven so lustige Sachen. Ja, und weiter geht's. Wie gesagt, wir haben uns gestärkt, schön Kaffee getrunken, was gegessen, Zigaretten haben auch geschmeckt, war ein bisschen windig da am Tisch, aber wunderbar. Aber eben die Jacke noch richtig zu machen. Oh. Der Akku ist auch frisch drin. Und ich habe mich diesmal so in den ersten Mittelfeld gesetzt. Das Schiff heißt Westfalen. Also könntet ihr mal zum Biegesee fahren und mal eine Schiffsfahrt machen. Ich weiß jetzt nicht, warum ich meine Handschuhe verwechselt habe. Ach, naja. Ja, auf jeden Fall habe ich meine Handschuhe jetzt verwechselt. Ich merke jetzt schon, dass das viel zu warm ist. Und wir sind gerade erst mal wieder losgefahren. Oh, oh, das wird ja was. Das kann ja was werden. Ja, das Kabelgedunsel hier vorne. Das ist, weil ich hier Akku am Laden bin. Das eine ist leer, das andere ist drin. Dann kann man nächste wieder laden. Und ich hoffe, dass bevor das andere leer ist, das andere schon wieder voll ist. Da muss man mal gucken, was die Erfahrung so bringt. Dann würde das ja wunderbar funktionieren. Da bräuchte man nicht unbedingt einen dritten Akku. Der hat einen Ständer aufgeklappt hier. Fahrradfahrer. Nächsten Linkskurve. Könnte das nicht so gut ausgehen für ihn. Ja, hinter mir ist der Nerikon. Also, wenn ihr mich mal von hinten sehen wollt, dann schaut mal bei ihm im Kanal. Der Link ist da oben, wie immer. Auch ein toller Typ, habe ich jetzt zum zweiten Mal gesehen. Aber doch das erste Mal ein intensiveres Gespräch geführt. Ja, damals war ich ja noch, sage ich mal, bei dem ersten Treffen noch relativ fremd und da hat man sich noch nicht so ganz dran getraut. Man wollte den Leuten einfach nicht irgendwie so stören oder so. Aber auf jeden Fall ganz netter Typ. Schaut bei ihm gerne mal vorbei. Es lohnt sich. Ja, die einen fahren weg vom Biegesee, die anderen fahren dahin, habt ihr gesehen, aber auch eine Truppe, ja, das waren auch so 10 Bikes oder was. Also, schon nicht schlecht. So, wir fahren hier weiter Richtung
meine Zagen. Fahrbahn neu gemacht, im Moment eine Stunde drauf, 7 Kilometer abgebrochen. Links geht, rechts ist frei. Ja, wir fahren jetzt ein bisschen langsamer. Slalom hier fahren. Reifen warm halten. Ja, muss man ja in der Fahrschule in den Grundfahrübungen auch machen. Auch eine schöne neue V-Strom. Würde ich schon sagen. Das ist das gleiche Moped wie der Reiter Lohnert. Leider, ihr seht vielleicht nicht mit Saisonkennzeichen. Also, ja gut, vielleicht hat er ja noch anderes Moped in der Garage. Ansonsten hat er noch einen Monat. Ja, anderthalb. Er hat doch zwei, ist ja September, Oktober. Weiß jetzt nicht. Ja, Oktober darf er ja auch noch fahren, stimmt. Also hat er noch zwei Monate. Und dann muss er das Teil da in der Garage lassen. Wer das genau ist, weiß ich nicht. Ich glaube, es ist entweder ein Zuschauer oder ein Kumpel vom Raid Alone. Oh, Boyle. Boyle, Boyle, Boyle. Vom Raid Alone. Und vielleicht ein zukünftiger Vlogger auch. Bin mir jetzt nicht sicher, ob er vloggen möchte. Lass uns mal überraschen. Ja, also im nächsten Ort werde ich wieder die anderen vorbeifahren lassen. Dann hat man da so ein kleines. Ja, wie soll ich sagen, dann hat man ja so eine kleine Szene. Ja, nicht, zwar alle, nicht alle, weil drei Leute sind ja vor mir. Aber dann fahren sie alle an einem vorbei. Mal gucken, das gefällt mir eigentlich ganz gut. Das hier ist das Tempo einfach zu schnell. Oder es müsste eine Gerade werden. Ja, die Strecke sind wir schon mal gefahren, oder ich bin auf jeden Fall die Strecke auch schon mal gefahren. Aber jetzt geht mein Kabel hier flöten. Das finde ich jetzt nicht so gut. Also nicht so eine gute Idee. Mal gucken, wann sich das anbietet. Die Leute hier vorbeizulassen. Hier finde ich es wiederum zu unübersichtlich, zu eng. Ja, Blinker aus. Schlusslicht. So, und das müsste jetzt der Dachsteil vor uns sein. Aus seiner Ducati.
mittlerweile fast 100 Kilometer gefahren. Also jetzt genau 98. Von der Gesamtstrecke. In Unnenberg ist die Straße neu gemacht worden und ist deswegen vielleicht keine Straßenmarkierung, vielleicht kommt da auch gar keiner hin. Nee, sollte aber, hier sieht man sie ja auch. Die steht aber nah am Zaun hier. Ja, also Sound hat die Ducati ja schon, ne? Also und Entschuldigung, Moment, ich muss das mal unterbrechen. Guckt euch mal die Aussicht an. Boah, nur schade, dass ich nach vorne gucken muss. Einfach nun genial. Ja, aber hier sieht man auch die Sturmschäden von den ganzen Bäumen, die umgefallen sind. Ja, also einen geilen Sound hat die Ducati ja schon, ne? Und das ist ja das Schöne dabei. Ich hatte mal einen von mir gehabt, der war so laut und gestunken hat er. Also, wenn das alles noch im Rahmen des Erlaubten ist, ja, dann hört sich das auch gut an und ist nicht zu laut, ja. Also, lasst eure DB-Killer da einfach drin und habt viel mehr Spaß von, weil dann könnt ihr es offiziell knattern lassen. So, einsammeln in Dannenberg. Oder ein Problem. Wenn ich jetzt wüsste, könnte ich meine Handschuhe mal schnell wechseln. Schaffe ich es, aber schaffe ich es nicht. Ich versuche es mal. Ich schaffe es nicht. Aber egal, ich höre sie nach. Ich höre sie auf. So, das muss mal eben sein. Ich denke mal, die werden an der nächsten Ecke warten. Aber ich schwitze mir einen Ast ab in den Handschuhen. Ja. So langsam sind wir ja auch nicht. Nur ich hoffe, dass sie nicht abbiegen. Da sind sie doch. Dankeschön, Jungs.